Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Nur eine fehlt mir. Hier wird geschraubt, gebastelt, gehämmert, gespielt und gelacht. Im Quartier Wipkingen in Zürich gestalten Anwohnerinnen und Anwohner eine Begegnungszone. Da sind Autos gestanden. Ja, das sind Parkplätze. Gerade werden Möbel gebaut, die zum Spielen und Verweilen einladen. Ja, das bleibt bis am September da. Nein, zum Spielen. Dann kann man da spielen und herhocken. Doch was hat das mit Gesundheitsförderung zu tun? Das finden wir in dieser Folge von Spektra Podcast heraus. Wir sind hier an der Kiburgstraße, eine typische Quartierstraße mitten in Zürich. Sie ist heute schon offiziell eine Begegnungszone. Das bedeutet, zu Fuß gehende haben Vortritt. Es gilt Tempo 20. Daneben liegt der Landenbergpark mit Wiese und Spielplatz. In der Nähe befindet sich ein Kinderhort, Einkaufsmöglichkeiten und Cafés. Wir waren der Meinung, man könnte noch etwas mehr Lebensqualität anbieten. Und die drei Stichwörter vom Projekt sind Begegnen, Bewegen, Beleben. Um das geht es, dass die Straße belebter wird, dass man sich die Straße aneignen kann. Das ist Jenny Lüber. Sie ist Projektleiterin bei Fußverkehr Schweiz und leitet das Projekt Begegnen, Bewegen, Beleben. Die Begegnungszonen werden meist daran gemessen, ob das Tempolimit 20 eingehalten wird, sagt Lüber. Das sage aber nicht viel über die Lebensqualität des Raumes aus. Die Bewegungszone als Straßenraum hat ein Potenzial, das meist nicht ausgeschöpft wird. Um die Lebensqualität in Städten zu steigern, sollen die Begegnungszonen aktiv belebt werden. Dazu planen die Projektverantwortlichen von Fußverkehr Schweiz und dem Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz in zwei ausgewählten Begegnungszonen verschiedene Maßnahmen. In beiden Städten, Bern und Zürich, gibt es heute schon mehr als 100 Begegnungszonen in jeder von diesen Städten. Das ist sehr viel für die Schweiz. Und es stellt sich die Frage, haben wir das Niveau erreicht mit dieser Begegnungszone? Wir sprechen jetzt von Quartierstraße, so Siedlungen. Ist das, was wir wollen, oder können wir noch etwas mehr anbieten? Und wie? Mit welchen Mitteln? Mit geringen Kosten natürlich. Und was auch neu ist, ist der partizipative Aspekt, dass man die Leute aus dem Quartier holt und befragt und dass sie auch mitmachen. Das ist wirklich neu für solche Straßen vom Alltag. Es geht nicht um einen Bahnhofplatz oder Zentralplatz. Dort gibt es jetzt schon mehrere Jahre lang partizipative Prozesse, aber wir sind wirklich in eine ganz banale Straße. Das Projekt Begegnen, Bewegen und Beleben wird als Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung vom Bund unterstützt. Die Berner Fachhochschule begleitet das Projekt wissenschaftlich. Im Vorfeld der Intervention in Zürich wurde das Verhalten der Menschen auf der Straße vor Ort beobachtet. Und dort ist das Ergebnis im Moment hier an der Kiburgstraße extrem klar. Es passiert im Straßenraum nichts anderes als Verkehrsfluss. Das ist sehr auch verständlich, weil wir sind eben ein Park und viele Aktivitäten finden statt im Park. Aber es bedeutet nicht, dass der Straßenraum hat keine Bedeutung und kein Potenzial. Und darum sind wir auch da und machen diesen Vorschlag. Ganz konkret werden hier an der Kiburgstraße verschiedene Möbel aus Holz aufgebaut. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Olga aus Lausanne. Es läuft super, wir haben wieder Sonne. Gestern haben wir angefangen, die Möbelstruktur zu bauen. Das machen wir Profi, damit es hebt. Und dann können wirklich alle Kinder, die Lust haben, mithelfen zu schrauben. Und da waren wir fast überfordert. Es gab so viel Hilfe, dass wir sind jetzt schon viel vorwärts und haben die ganze Straße schon mit neuen Möbeln angefangen. Jetzt geht es darum, sie weiterzumachen. Später wird die Straße auch noch bunt bemalt. Als ich an einem sommerlichen Nachmittag dazustoße, ist davon noch nichts zu sehen. Die Möbel aber, die sehen bereits sehr einladend aus, zum Klettern, Spielen oder um sich einfach etwas hinzusetzen. Bei der Umgestaltung einer Begegnungszone sei es wichtig, die Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner zu berücksichtigen.
Entsprechend wurden die Ideen für die Kiburgstraße in einem partizipativen Prozess mit der Nachbarschaft entwickelt. Erwachsene wurden schriftlich befragt, Kinder hatten auch die Möglichkeit, ihre Wünsche zu zeichnen. Viele Leute haben gewünscht, dass man sich hinsetzen kann, spielen kann, ganz verschiedene Arten von Spielen. Wo wir jetzt sind, ist zum Beispiel Thema Trottinett oder alles, was rollt, eine Frage, weil wir sind nah von einem Park, aber dort ist mit Pflasterung, kann man nicht mit Trottinett fahren. So ist wie eine Ergänzung für Spielmöglichkeit. Und viele Leute haben auch gewünscht, einfach einen Ort, um zu genießen, einfach locker. Neben Belebung und Begegnung soll das Projekt vor allem auch zu Bewegung anregen. Ja, ein Grundelement am Anfang vom Projekt war die Feststellung, dass Kinder jetzt wenig Zeit draußen verbringen. So, wie kann man sie einladen und etwas anbieten, wieder sich zu bewegen im Außenraum, auf dem Schulweg oder auch sonst in der Freizeit? Und dafür geben wir zuerst mal mehr Platz. Erste Sache, zum Beispiel für Trottinettfahren oder so. Und die Möbel, die sind schon fertig in Bern, haben wir sofort bemerkt. Die Kinder finden sofort, sie können klettern, sie können rutschen, sie können springen, sie können tanzen. Und es ist ohne Ende, wie sie sich dann sehr aktiv bewegen. Auch 5 Minuten Zeit in diesem Raum ist, denke ich, schon, ist man schon im Schwitzen in diesem Alter. Neben der Mitwirkung der Nachbarschaft und dem Know-how von Fachpersonen war auch die Hilfe der beiden Städte Bern und Zürich zentral. Die beiden Städte sind Partnerinnen vom Projekt, weil auch sie das Potenzial von Begegnungszonen besser nutzen möchten und die Anliegen des Projektes teilen. Finanziell unterstützt wird das Projekt von den Kantonen Zürich und Bern, von der Stiftung 3FO und von Swiss Prime Site. Die Begegnungszone an der Kiburgstraße sei einer der ältesten in Zürich, erzählt Lüber. Abgesehen von einem Schild und einem kleinen Hindernis, das Autos an das Tempolimit 20 erinnern soll, gibt es kaum Hinweise für eine Begegnungszone. Links und rechts entlang der Straße gibt es Parkplätze. Das sei leider typisch für Begegnungszonen, sagt Lüber. Häufig werden sie wenig von zu Fuß gehenden genutzt und sie bieten viele Parkierungsmöglichkeiten. 8 Parkplätze wurden für das Projekt aufgehoben. Im Vergleich zum Gewinn sei dies aber ein kleiner Verzicht für die Nachbarschaft. Da sind sich die Projektverantwortlichen einig. Denn solche Freiräume tragen zur Lebensqualität von allen bei. Besonders für Kinder und Jugendliche, sagt Tobias Bauer vom Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz. Er begleitet zusammen mit Jenny Lüber das Projekt. Bei Kindern ist es so, dass ihr Bewegungsradius viel kleiner ist als bei Erwachsenen. Sie haben noch kein Auto oder sie dürfen auch nicht von den Eltern aus weiter weg. Und deshalb sind sie stärker angesprochen, wenn es um ihre direkte Nachbarschaft geht. Kinder tragen als Katalysatoren wesentlich zur Belebung des Straßenraums bei und zum Austausch zwischen Generationen. Der Lebensraum vor der Haustüre zum Spielen und Herumtollen ist für Kinder auch ein wichtiger Raum, um zu lernen und um sich zu entwickeln, sagt Bauer. Für Kinder ist es sehr wichtig, dass sie in ihrem direkten Wohnumfeld Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, sich auszutauschen, miteinander zu spielen. Das ist einerseits wichtig für die motorische Entwicklung, gerade bei kleinen Kindern im Vorschulalter. Es ist aber auch wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, autonom zu spielen. Es ist wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, mit anderen Kindern zu spielen. Und somit ist es nicht nur die motorische Entwicklung, sondern auch die soziale Kompetenzen, die da erlernt werden können. Auch haben nicht alle Kinder denselben Zugang zu Angeboten und Aktivitäten, die Gesundheit und Entwicklung fördern. Ein Projekt wie dieses trägt auch zur Chancengerechtigkeit bei. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien sind weniger in Vereinen Mitglied, haben weniger strukturierte Freizeit. Sie verbringen dadurch auch vermehrt Zeit vor dem Bildschirm mit Gamen oder Fernsehschauen. Und bewegen sie sich dadurch weniger. Studien haben gezeigt, dass sie bei der Einschulung bereits Rückstand in motorischer Entwicklung haben. Und deshalb ist es wichtig, dass in wirklich der direkten, unmittelbaren Nachbarschaft
es Möglichkeiten gibt, wo sie sich spielerisch entwickeln können, wo sie Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, ohne dass sie Mitglied in einem Verein sein müssen. Die temporäre Belebung an der Kiburgstraße löste im Vorfeld aber nicht nur Begeisterung aus. Es wurde auch diskutiert, dass die Straße dadurch noch lauter und vielleicht sogar zu einem neuen Partyort für Jugendliche werden könnte. Die Vorbehalte nimmt das Projektteam ernst. Aus den Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit aber ist anzunehmen, dass sich die Befürchtungen wohl eher nicht bestätigen. Gerade Jugendliche suchen sich eher versteckte Nischen, sie suchen Orte, wo sie sich ausschließlich mit ihren Gruppen, mit ihren Peers treffen können. Und die Straße ist doch von allen Seiten einsehbar und deshalb glauben wir jetzt nicht, dass das ein Partyort sein wird bis tief in die Nacht. Die temporäre Möblierung und Farbe wird bis im September an der Kiburgstraße bestehen. Wie die Belebung gelingt, das wird von der Berner Fachhochschule geprüft und evaluiert. Das Ziel von diesem Pilotprojekt ist, dass wir etwas dann empfehlen können, viel leichter, das auch mit kürzerer Vorbereitungszeit umgesetzt werden kann, in andere Straßen von Bern und Zürich und auch in andere Städten. Das ist natürlich das Ziel von Projekt Multiplikation. Und es kann natürlich auch inspirieren für neue Gestaltungen, dass man von Anfang an denkt, ah, die Straße wird jetzt eine Begegnungszone. Was passen wir an? Wie überlegen wir den Raum, damit es von Anfang an vielleicht mehr Belebung entsteht. Die Ergebnisse werden nach Abschluss des Projektes auf der Webseite von Fußverkehr Schweiz zu finden sein. Projektleiterin Jenny Lüber verrät aber jetzt schon Tipps, wie eine Belebung von Begegnungszonen gelingen kann. Berücksichtigen, was meinen die Leute, die dort wohnen, weil sie sind Experten, sie kennen den Ort, sie können sagen, wo ist der Schatz von der Straße, was genießt man besonders. Und das ein Platz geben im Gestaltungsprojekt. Jede Person braucht manchmal Sitzen und mit einer Bank oder einer Sitzmöglichkeit kann man so viel anders entwickeln. Aber es gibt manchmal auch eine Sitzbank, die ist ein bisschen lieblos platziert oder ohne Überlegung. Und darum ist wichtig, mit den Menschen zu reden und schauen, ja, was macht Sinn. Was hier im Kleinen an der Kiburgstraße passiert, das ist von nationaler Bedeutung. Denn das Projekt Begegnen, Bewegen, Beleben wird als Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung vom Bund unterstützt. Mit dem Programm Modellvorhaben fördert der Bund neue Ansätze und Methoden. Lokale, regionale und kantonale Akteure erhalten einen Anreiz, Lösungsideen in den vom Bund gesetzten Schwerpunkten zu entwickeln und vor Ort zu erproben. Das Erreichte sowie das Gelernte sollen verankert und Vorbild für andere Vorhaben werden. Das Programm wird von 8 Bundesämtern getragen. Die Federführung hat das Bundesamt für Raumentwicklung. Melanie Schickel ist Programmleiterin für die Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung. Sie und Nicole Ruch von BAG treffe ich am Bentleyweg in Bern. Knapp 120 Kilometer entfernt von der Kiburgstraße zeigt sich hier ein ganz ähnliches Bild, wie Nicole Ruch beschreibt. Es sind vor allem Straßenbemalungen. Es war wirklich auch lustig, diesen Kindern zuzuschauen. Die haben dann so Schablonen auf die Trottoirs gelegt und durften da selber malen. Es hat Holzmöbel, es hat Bepflanzungen, so Pflanzkübel. Es hat ein paar Elemente, die den Verkehr verlangsamen, die bereits hier waren. Das sind so Steinkübel mit Schildern drin. Es hat vom Projekt her Steinelemente, die ebenfalls zum Spielen benutzt werden können. Und auch diese Holzelemente, die man zum Sitzen verwenden kann, die man aber auch zum Klettern und Spielen verwenden kann. Nicole Ruch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Thema Bewegungsförderung beim BAG. Sie begleitet seitens Bund das Projekt Bewegen, Begegnen und Beleben, zusammen mit dem Bundesamt für Straßen, ASTRA. Ruch erklärt, was ein bewegungsfreundliches Umfeld auszeichnet. Ein bewegungsfreundliches Umfeld hat kurze Wege. Die WHO sagt, es sollte innerhalb von 300 Metern einen Grünraum haben für jeden Menschen. Es sollte gut vernetzte Fußwege, Velowege haben, gute ÖV-Anschlüsse mit guten Haltestellen.
belebte Läden, alles was attraktiv macht, begrünte Zonen, was wiederum auch einen Gesundheitseffekt hat, weil das für die Hitzeprävention auch wirkt, lärmreduzierend wirkt, CO2 senkt, das hat auch wiederum alles einen Effekt. Entsprechend fördern die Angebote in den Begegnungszonen am Bentley-Weg und an der Kiburgstraße verschiedene Aspekte der Gesundheit. Diese Möbel lassen eben verschiedene Nutzungen zu. Also es können sich Kinder treffen, um zu spielen, es können ältere Leute hierher kommen, um zu verweilen, um zuzuschauen. Bewegungsförderung ist dann ein Element, was wichtig ist für die Gesundheit, aber es ist eben auch die Teilhabe am sozialen Geschehen, das vielleicht gerade für ältere Personen wichtig ist, dass sie einen Platz haben, wo sie hingehen können und wissen, dass sie da informell Leute treffen können oder mit jemandem schwatzen können. Die Bewegung im Alltag einzubauen, kann nachhaltig zur besseren Gesundheit beitragen. Die kurzen Wege sind sehr wichtig. Das hat manchmal auch einen Effekt auf Leute, die sich sonst gar nicht gerne bewegen, dass sie da plötzlich merken, ah, da hat es Leute und ich treffe vielleicht jemanden und sie bewegen sich plötzlich, ohne dass sie das gemerkt haben. Ist es denn in der Schweiz tatsächlich auch ein Thema oder eine Notwendigkeit, dass man die Bewegung fördert? Oder gibt es hier ein hohes schon Bewusstsein für diese Thematik? Wir haben in der Schweiz einen großen Teil der Bevölkerung, der sich schon sehr viel bewegt. Wir hatten 2002 62,2%, die Bewegungsempfehlungen bereits erfüllt haben und 2017 waren es dann schon 75,7%. Wir haben aber trotzdem einen kleinen Teil der Bevölkerung, der sich sehr, sehr wenig bewegt. Und die werden eben genau über dieses bewegungsfreundliche Umfeld motiviert, sich zu bewegen, kurz rauszugehen, weil sie wissen, dass sie dort eben jemanden treffen können. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes ist definitiv eine Chance für Gesundheitsförderung, sagt auch Melanie Schickel vom Bundesamt für Raumentwicklung. Die Siedlungsentwicklung kann Leute motivieren, sich mehr zu bewegen und den Zugang zu Bewegung vereinfachen. Deshalb wurde bei den Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung auch ein Schwerpunkt definiert, der lautet: Siedlungen, die kurze Wege, Bewegung und Begegnung fördern. Das Projekt hier am Bentley-Weg und an der Kiburgstraße wurde mit 7 weiteren Projekten für diesen Schwerpunkt ausgewählt und hat aus mehreren Gründen überzeugt, sagt Melanie Schickel. Für uns war es sehr wichtig, dass verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten und der Fussverkehr Schweiz konnte eben auch 2 Städte involvieren und die Jugend. Und auch der partizipative Ansatz, den Sie jetzt bei dem Projekt gewählt haben, dass Sie wirklich bei der Bevölkerung nachfragen, ja, was sind eure Bedürfnisse, was können wir umsetzen, damit ihr euch eben auch eher in eurem unmittelbaren Raum auch bewegt. Dieser interdisziplinäre Ansatz, worin seht ihr da den Gewinn auch, dass eben verschiedene Disziplinen auch zusammenkommen und sich um einen Lebensraum kümmern, sage ich jetzt mal? Also wir haben auch auf Bundesseite einfach diesen Ansatz, dass wir versuchen, integral die Sachen anzugehen, weil wir gemerkt haben, wenn jeder Sektor etwas macht, dann führst du vielleicht Zielkonflikte hervor, anstatt Synergien zu nutzen. Und indem du eben integral mit verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeitest, kommst du auch zu kreativeren Lösungen und förderst so eigentlich dann schlussendlich auch die Lebensqualität. Und das ist eigentlich das große Ziel. Die Idee besteht ja auch darin, Erfahrungen zu sammeln und diese weitergeben zu können. Was erhofft ihr euch von diesem Projekt? Jedes Modellvorhaben soll für uns eigentlich auch so ein bisschen ein Leuchtturm sein, wo man irgendwie dann an andere Regionen auch zeigen kann, guck, die haben es so gelöst. Jetzt eben hier in Bern wurde so eine Art von Begegnungszone gemacht. In Zürich sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, dass da eigentlich schon zwischen den beiden Städten auch ein Austausch irgendwie stattfindet oder über andere Quartiere hinweg, aber eben auch über andere Städte hinweg. Das ist eigentlich so das, was uns auch interessiert, dass bei den Modellvorhaben Ergebnisse kreiert werden, die dann auch für andere genutzt werden können und als Leuchtturm gelten. Neben dem interdisziplinären Programm der Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung bringt das BAG die Bewegungsförderung auch in die Entwicklung nachhaltiger Mobilität mit ein, sagt Nicole Ruch. Wir sind unter anderem bei der Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität dabei.
zusammen mit 5 anderen Bundesämtern und wir fördern dort innovative Projekte für zukunftsfähige Mobilitätslösungen. Und es gibt dort zweimal jährlich eine Eingabe von Projekten und die nächste ist am 31. Oktober. Also wenn sich da jemand bewerben möchte, sehr gerne. Den Link zur Ausschreibung finden Sie im Begleittext von diesem Podcast. Da sind auch weiterführende Informationen zum Projekt Begegnen, Bewegen, Beleben und den Modellvorhaben zu finden. Wir von Spektra Podcast bedanken uns fürs Zuhören.